Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 2.3.2022. Und unser Miezekätzchen, was sich hier gestern noch in der Gardine versucht hat festzuhalten, ist deutlicher nach unten durchgereicht worden. Könnt ihr euch daran erinnern, ich habe mich gestern nicht so richtig festlegen wollen, ob wir oben oder unten rausgehen. Wir hatten darüber gesprochen, dass das eigentlich keine schöne Situation ist, um eine Analyse zu machen, wenn der irgendwie so mittig so irgendwo drin stand. Wir hatten dann darüber gesprochen, über den Doppelboden, wenn er die 14.200 rausnimmt, dass er dann eben Platz auf 14.100, 13.69 und eben auch die 13.800 haben würde, oder wenn er eben sich oben über der 14.440, 14.400 rausgehoben kriegt, dass er dann entsprechend rausgehen kann. Die Pfeile, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich dann erst für die schriftliche Analyse bzw. die Trading View Analyse eingehaken gehabt, unmittelbar nachdem ich das Video eingesprochen habe, habe ich schlichtweg einfach nur vergessen. Und in dem Moment, als ich hier die Analyse veröffentlichen wollte für Trading View, fiel mir ein: Mensch, sind gar keine Pfeile drin. Deswegen nicht jetzt hier böse sein, dass ihr die jetzt hier nicht hattet. Vom Text her ist es ja letztendlich verkörpert ja das, was wir ein bisschen besprochen hatten. Na, also, dass der Markt unterhalb von 14.200 da nach unten durchgereicht werden kann. Das hat er getan. Hat ja ganz gute Strecke schon zurückgelegt. 13.800 auch schon mal erreicht. Hat sich so auf der 13.800 ein bisschen, ja, wie soll man sagen, unentschlossen gezeigt eigentlich halt. Ne? Also, wir kennen ähnliche Situationen im DAX. Da hat er so einen Doppelboden gemacht und ist natürlich nach oben gerannt wie so eine geile Luzi. Also, da hat er der richtig so die Spucke raushängen lassen und was weggesappert wurde am Ende und dann nach oben durchgezogen. Sowas sieht man sehr häufig im DAX. Das haben wir noch nicht gesehen. Vielleicht kommt es jetzt per Gap motiviert, aber vielleicht kommt es auch gar nicht eben, weil hier zu viel Unsicherheit noch drin ist. Und das würde bedeuten, dass wir zum Mittwoch gegebenenfalls weiter abgeben. Und hier auch tiefer fallen auf die 13.700, dann haben wir im Bereich um 13.650, 13.600, 13.570, das wirkt jetzt hier relativ klein. Wir gucken vielleicht auch nochmal im Tageschart, da sind die Zonen ein bisschen größer, aber ich denke, wenn man sich auf eine 15.700 jetzt konzentriert, wenn man sich auf eine 15.600 konzentriert und dann hier unten ebenso auf den Bereich um 4.50, ja, das wäre jetzt hier nochmal ganz interessant, alte Trendlinie von damals, zumindest vom Jahresanfang, dort nochmal reinzuklickern. Ich glaube, das wären ganz gute Anlaufstationen, die man zum Mittwoch jetzt hier erstmal einplanen könnte. Im Extrem dann eben sogar die 3,30, die ja aus, die dann hier unten die nächste ist, ne? Die 3,50, das wäre dann hier die nächste Station. Deswegen kann man das eigentlich so ein bisschen mal versuchen mitzunehmen. Vergesst da unten das Tief nicht, warte mal. Ziehe das hier runter, nicht, dass ich dann hinterher die Pfeile erst zeichne. Das ist sonst ein bisschen schade. Ja, also der hätte dann hier unten auf jeden Fall noch Platz bis zum nächsten Tief dann. Na, das ist dann hier das Tief, was hier liegt. Das Tief, was hier liegt. Und man sollte das hier nicht ganz ignorieren. Ne? Also im Bereich um 650, 600. Hier liegt auch noch ein bisschen was für quer. Das heißt, es sind schon kleinere Stationen, sollte man nicht ganz so optimistisch oder zu übermütig auch angehen. Also ich kann mir so vorstellen, so Sachen wie Short dann aufpyramidisieren, weil man glaubt, hey, in der Corona-Bewegung hätte das ja mega gut geklappt, das probiere ich jetzt auch mal. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, der wird oft genug nochmal zurückziehen. Das zeigte uns nämlich Stand jetzt schon im Bewegungsverhalten. Wir haben auch für den Abschnitt hier nochmal um die 13.800 zurückgekommen, ganze 4 Tage gebraucht. Ne, halt, das ist sowohl nach der ersten, wo wir unten raus unter 14.800 ein 4-Tagesprogramm geworden, bis wir neue Tiefs hatten, ist hier jetzt wieder ein 4-Tagesprogramm geworden. Also, da sind wir in der Corona-Welle, sind wir mit 4 Tagen schon die komplette Strecke einmal von oben nach unten durchgerannt und noch fast das Doppelte hinten dran. Also würde ich eher warten, dass er das erstmal so beibehält, ne? Dass er auch diese starken Rückschläge drinne behält und immer wieder rückschlägt. Das scheint damit sehr effizient zu sein. Also auch wenn man jetzt zum Dienstag wieder im Chat auch bei uns auch geguckt hat oder generell so ein bisschen rumschaut, was geben gerade Trader von sich, dann haben viele hier wirklich Probleme mitzukommen halt. Ne? Viele vor allen Dingen, die auch den DAX die ganze Zeit short gesehen haben, die ganze Zeit erzählt haben, der wird hier fallen und man muss hier shorten und man muss hier shorten, aber so richtig rauskommen, das gelingt hier vielen nicht halt. Ne? Einfach weil der DAX sich windet und schlängelt und immer wieder zurückpeitscht und immer wieder zurückläuft in die Stop-Loss-Töpfe von denen, die dann jetzt hier short reinhauen.
Da muss man schon ein bisschen pfiffig unterwegs sein und vor allen Dingen auch aufmerksam dabei bleiben. Und nicht einfach nur die Meinung wegzimmern, sondern wirklich auch gucken, wie reagiert der Markt, wo geht er weg, wo drückt er welches Niveau weg, wo hält er sich. Und dann muss man den Mut halt auch einfach haben, abzudrücken. Abzudrücken und dann halt auch in Kauf nehmen, ausgestoppt zu werden. Das gehört dann dazu, ne? Viele, die warten dann, warten, warten auf den super sicheren Trade und dann gehen sie den super sicheren Trade ein. Das ist dann aber auch der Trade, den alle anderen machen. Und dann liegen wir die ganzen Stops auf einen Haufen. Was macht der Markt? Holt sie sich und dann läuft das wieder weiter. Na, und deswegen da einfach ein bisschen versuchen dran zu bleiben oder da halt einfach zu sagen, okay, das ist nicht meine Woche, das sind nicht meine Tage, und Abstand nehmen, später wieder ansetzen. Na, die Möglichkeit hat man immer. Nichts gehandelt ist schon mal nichts verloren. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, gut. Also, sollte unser DAX jetzt hier vom 13.800 nach oben per Gap irgendwie, weil Biden jetzt noch in der Nacht redet oder keine Ahnung, vielleicht die Ukraine, Russland jetzt fertig macht und sagt, okay, Ukraine ist eingenommen, Thema ist erledigt, danke, wir fahren wieder. Kann natürlich eine entsprechende Erleichterung hier jederzeit auftreten. Ne? Der Chart gibt die Möglichkeit dazu. Die Nachricht tut es letztendlich nur in die Richtung schubsen und ein bisschen Bewegungstempo reinbringen. Ja, aber von der Bewegungsbreite, einfach vom Muster her, stehen ja die Bewegungen letztendlich vorher schon im Chart. Und da können wir sagen, wir haben hier eine Doppelbodenmöglichkeit. Das heißt, sehen wir unseren DAX zum Mittwoch nach oben arbeiten, sehen wir den grün, dann lass den laufen. Lass den auch wirklich laufen. Der kann letztendlich sogar fast bis Tagesende durchsteigen dann halt. Ne? Ich würde vielleicht erstmal so in die 13.69, 14.000 reinsehen, kann aber später auch bis 14.100 und der locker, der kann sogar bis hier. Jetzt hier nochmal so eine zweite lostreten. Also da würde ich ein bisschen aufpassen, einfach zum Mittwoch. Wenn wir sehen, der drückt sich hier straight über 13.850 immer weiter nach oben, ruhig mal die Rücklaufbereiche hier ein bisschen im Blick behalten, die 14.000 und 14.100. Und immer wenn da sowas nach oben gebrochen wird und der weiterläuft, dann würde ich schon denken, dass man den erstmal machen lassen sollte. Na, weil so ein Doppelboden im DAX, wie gesagt, das macht der DAX ganz gerne, das nimmt er auch gerne an und da wird in der Regel auch mal gut reingekauft. Und deswegen würde ich mich dann nicht dagegen stellen, wenn der jetzt anfängt, nach oben durchzudrücken. Drückt aber nicht nach oben durch und zeigt sich uns unterhalb von 13.800, beziehungsweise um es genau zu machen, unter 13.775. Dann braucht man sich auch nicht viel zurechtreden oder hin und her. Dann zack, runter. 700 ist die nächste, 650 hat man gesagt, ist die nächste. Und dann blub, 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 blub. Bis runter in die 450, 330, das ist alles möglich. Da muss man sich dann auch nicht so viel zu schön reden, von wegen, der kann doch jetzt aber und jetzt vielleicht. Und na, jetzt dreht er aber, jetzt muss er doch aber mal drehen, der ist doch schon so viel gefallen, funktioniert nicht, der läuft und läuft, dann läuft dann einfach sein Programm ab. Na, und von daher haben wir eigentlich schon eine gar nicht so schwierige Ausgangslage für den Mittwoch, aber unterschätzt nicht. Da gibt es sich momentan sehr, 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 sehr viel Mühe, die Leute hier ein bisschen von der Backe zu halten und es gelingt ihm erstaunlich gut. Also manchmal sitze ich wirklich ein bisschen davor und staune auch selber, was die Leute sich dann reinreden und gucken und wie schnell auch vor allen Dingen sich Meinungen drehen und ändern. Da reicht manchmal eine schnelle Bewegung in die andere Richtung und schwuppdiwupp, glaubt man schon wieder, der macht gleich ein neues Allzeithoch. Ne? Das gelingt, das macht er sehr gut momentan, der DAX. Der tut wirklich die Leute hier ein bisschen pranken und in die Irre führen fast, könnte man sagen. Ne? Deswegen konzentriert euch auf die großen Marken. Ne? Also so wie wir es gestern gesagt haben, unter 200 kann er hier runter, im Zweifel bis zu 13.800. Und dann muss ich immer wieder auf der Strecke mich hinterfragen, okay, ist das jetzt stärker? Kann er jetzt so weit wieder zurückkommen? Wenn nicht, dann geht er einfach weiter den Weg. Dann geht er weiter, 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 fertig, Ende aus. Punkt. Ja, und dann handle ich das auch. Und überlegt mir nicht zwischendrin plötzlich wieder alles komplett anders. Ja, gut. Okay, dann würde ich sagen, lasst mal das dabei. Wünsche euch viel Erfolg zum Mittwoch. Und ja, handeln wir mal, was kommt. Was anderes wird uns nicht übrig bleiben. Ich wünsche euch was. Bis morgen. Tschüss.